Hi und wieder herzlich willkommen zurück zu Furious Let's Play Limbo. Ja, es wird ein bisschen kniffliger mit der Zeit. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, ja, was machen wir jetzt hier? Das ist irgendein Laser oder irgend sowas, irgendein Lichtstrahl. Auf jeden Fall kann man hier rüber hüpfen. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Lichtschranken oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Okay. Mein Lieblingswort für heute. Okay. So, und jetzt? Ich hüpfe jetzt mal rein und wieder raus. Hopp. Okay. Aha. Und ich höre noch wieder auf. Okay, also wenn ich jetzt nicht im Faden bin. Schau mal. Aber der andere, der bewegt sich jetzt permanent. Okay, und der hier fängt's Rauchen an. Alles klar, ich kann mit dem anderen hier den hier abschießen. Versteh schon. Hoppa. Ja. So läuft es. So, jetzt bewegt sich der nur die ganze Zeit. Jetzt muss ich wahrscheinlich nur schnell sein. Da bin ich nicht entdeckt, okay. Aber der bewegt sich ja nicht überall hin. Der hört ja da oben irgendwo auf. Okay. Nicht schlecht. Was ist das hier? Komme ich nicht hoch. Okay. Später vielleicht. Kiste. Zwei Kisten. Ein Schalter. Überhüpfen wir mal kurz. Geht's da hinten weiter? Nö. Okay. Jetzt passt. Okay. Ja, wir werden eine Kiste brauchen, um den Schalter zu betätigen. Die andere muss wahrscheinlich da oben irgendwo hin. Ja, dann habe ich mit der anderen wieder ein Problem, dass ich nicht hochkomme. Okay. Ah, ja, okay, alles klar. Da hinten der Reifen, müssen wir mal gucken. Das ist ja ziemlich cool. So, jetzt pass mal auf. Ich brauche eine zweite Kiste dann, um da irgendwie hochkraxeln zu können. Ja, aber es gehen ja beide Kisten hoch, oder? Habe ich das falsch verstanden? Lass das mit mir nochmal ausprobieren. Es gehen beide Kisten hoch. Also wie soll ich jetzt hier in irgendeiner Art und Weise... Ja, ist okay. Habe ich verstanden. Ich selber werde nicht hoch teleportiert oder so. Macht keinen Sinn. Sechseinhalb Stunden später. Okay, das haben wir ja schon mal gelernt. Das ist eher ungünstig. Ja, haben wir verstanden. Zweiter Tag. Ich komme nicht dahinter gerade. Das ist echt gerade ziemlich knifflig irgendwie für mich. Also, alle Rätsel waren ja bisher echt einfach. Aber bei dem hier hänge ich gerade. Ihr wisst das wahrscheinlich schon längst. Ihr habt da wahrscheinlich schon lange den Durchblick. Dritter Tag. Vielleicht klappt es ja irgendwie. Brauche ich irgendeinen Geistesblitz? Und der rutscht schon wieder runter. Ich komme nicht drauf, was ich machen muss.
Vierter Tag. Man sieht ja auch den Reifen da hinten, der an diesem Seil dranhängt, ne? Wenn ich so ein Seil hätte oder so. Aber selbst das bleibt mir hier verwirrt. Und der Reifen da hinten löst ja auch nichts aus. Der bleibt ja da, so wo er ist. Den interessiert das ja irgendwie gar nicht. Viele Monate später. Ha. Das ist timingmäßig ganz schön beschissen. Ganz schön beschissen hier. Obacht. Jetzt geben wir da hier mal ein bisschen Schwung mit. Ne, bringt überhaupt nichts. Bringt der Null, also. Eine Ewigkeit später. Ja, das gibt's ja nicht. Gas, 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 Gas. Krutze, Krutze, Nare. Nein, nein, na so nicht, na so nicht. Ah, wird wahnsinnig. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Konzentrier dich, Armin, konzentrier dich. Na! Bleib ruhig! Bleib ruhig! Hallo Kiste! Was haben denn die jetzt für ein Tempo drauf? So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Okay, Moment. Füg dich! Füg dich! Ha! So! So! Scheiß da! Ah, leckt mir am Arsch. Wie lange hat das jetzt gedauert? Ja! Damit hätte man eine Episode rum, würde ich sagen. Oh mein Gott. Ne, ich habe ja ein bisschen vorspulen lassen. Ihr habt das ja gemerkt, aber das ist ja... jetzt? Ne! Okay. Ja, und jetzt? Jetzt kann ich kraxeln. Und nö. Was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt damit? Ach, hole ich damit jetzt die andere Kiste hoch? Und die kann ich mir dann daneben. Ja, okay, das macht Sinn. Das heißt, ich brauche die andere Kiste dann da oben. So. Gleiches Spiel. So. Komme ich doch von da aus da hoch? Vermutlich, oder? Ja. Okay, das klappt. Dann wird mir jetzt gleich die Kiste nochmal hochziehen. Man sollte mit springen, glaube ich, ist man ein bisschen schneller. So. Ha! 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 Haha! Seht ihr, wenn es läuft, läuft's, ne? So, und nun? Muss ich jetzt hin? Geht's noch weiter irgendwo? Was verpasst? Was mache ich jetzt mit der Kiste hier? Muss ich irgendwie da hoch? Nö. Bringt nichts. Also ich habe jetzt die Kiste hier. Was kann ich jetzt machen? Kann ich nur ein Rohr lang klettern oder so? Nee. Nee. Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Kann ich mit der Kiste irgendwie hochfahren? Macht das Sinn?
müssen wir angucken. Aha. Okay, die Kiste fährt weiter hoch. Interessant. So. Gucken wir mal, ob das zeitlich ausreicht, auf meine Kiste dazu kommen. Ich glaub's ja nicht. Ach ja, nett. Ah nö, oder? Ah nö. Ah nö. Ah nö, ah nö. Nö, 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 nö. Ja, warte mal nochmal. So. Zack, 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 zack. Hüpf. Schieb. Springen. Hüpf. Zück. So. Warten. Alles klar, alles klar. Ja, wenn man es einmal raus hat, ist es kein Hexenwerk mehr, aber. Eieieiei. Da machst du was mit. Na, den platzieren wir uns gleich mal richtig. So. Ah, das ist zu viel. Das ist wieder zu viel. So, so, so. So, da la. Da müssen wir dann rein. Und dann haben wir's. Ja, Wahnsinn, hä? Ist sehr gut. So. Also, wieder Kiste hoch. Das Männchen läuft, springt, kletter, 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 hoppala, so. Holt mir die Kiste wieder hoch. Genau, sehr gut. Ja, so läuft es, genau. Also den Part haben wir, ne? Also da sind wir uns einig. Wie das hier funktioniert. So. Jetzt hat. Schauen wir mal, ob wir es diesmal hinbekommen. Das muss ja jetzt irgendwas mit Laufen, Fliegen, sonst was sein, ne? Oh, das wird immer so knapp. Oh, das ist immer so arschknapp. Wow! Okay, wir sind durch! Wir sind durch! Okay, High Five! So. Okay, next. Aufzug. Aufzug. Okay. Aufzug ist ja mal. Mal weiter macht er nicht, okay. Ich lasse so Kisten hier mal irgendwo hängen. Jetzt pass mal auf. Jetzt kann ich natürlich dann. Ah, okay. Ja, das hab ich relativ schnell kapiert. So, wieder hoch bitte. Dann mache ich mich mal als Köder fertig. Tada! Jetzt ist nur die Frage, brauche ich die weiter rechts oder weiter links? Ja, der schießt. Ah! Gerade mal noch gesehen, was? Aber ich werde die Kiste dann. Komme ich mit der Kiste da oben irgendwo hin? Wäre das eine Idee für irgendwas? Warte mal. Das sollte mir nicht flöten gehen hier. Ah, falscher Knopf. Ich weiß jetzt nicht, was ich gefunden habe. Eine Kiste. So, seht ihr? Das war nur der Schwung zu wenig. So, gebe ihm nochmal ein bisschen Schwung. Tada! So, zweite Kiste.
Klar, kann ich wieder den Schalter betätigen, dann geht er auf die Schräge hoch und rutscht drüber. Vermutlich. Mal gucken. Oder auch nicht. Vielleicht. Nö. Aber vielleicht brauche ich den ja, um hier rauf zu klettern. Ja, Armin, mach das Licht aus. Wir müssen das Licht ausmachen. So ein bisschen wie Flappy Bird, ne? So. Hat gereicht, würde ich sagen. Halt! Falscher Knopf. Hallo? Du kannst auch höher springen. Nee, kann er nicht. Das kann nicht sein, dass ich mit der Kiste jetzt gar nichts anfangen kann. Aber wie käme ich auch wieder anders rüber? Nee, dann, die machen das schon richtig. So. Die machen das schon richtig. Aber es macht hier keinen Sinn. Die Kiste macht hier. Vielleicht brauche ich die später noch. Okay, wir heben sie mal auf. Nehmen sie mal mit. Zack. Ja, sorry. So, die Kiste lässt du mich auch wieder reinnehmen. Sehr schön. So. Bitte mal Fahrstuhl fahren. So. Aber das Kistelchen auch schon. Tja, damit kann der mich nichts. Zumindest natürlich aufpassen. Weil auf der anderen Seite ist natürlich noch hier. Da siehst du auch die Löcher. was ist das? Das Pferd irgendwie. Okay, jetzt pass auf. Jetzt kommt Kiste Uno. Weiter hinten war die zweite Kiste, ne? Die wir uns schon vorbereitet haben. Ha! Haha! Die werden wir gleich brauchen, tippe ich mal drauf. So. Nehmen wir dich mal mit. Lumpidumpi. So, beide. Scheiß. Okay. Aber ich glaube, das war gar nicht mehr so schlecht geplant. Ich glaube, das Timing nur verbaselt. Ja, ist ja gut. So, kommt wieder hoch hier zwei. So. Ein bisschen trennen hier. So, das war gar nicht so schlecht. Ich glaube, es ist tatsächlich nur perfekt getimt, dass er ganz vorne landet. Aber das ist ja nicht schlimm, diese. Machen wir nochmal ordentlich. Okay, das ist ja echt blöd. Das ist ja echt blöd. Blödsinn. So. Das wieder reichen. Ah, wenn er dieses Klack-Klack macht. Da müsst's hin, ne? Klack, klack. Ja, das war zu früh. Läuft bei uns, würde ich sagen.
Müssen wir mal gucken, ob da jetzt irgendwelche so Laserstrahlen sind. Ich hab da echt immer einen. Ich glaube, das habe ich jetzt gerade aus irgendeinem Art Grund, der mir nicht näher bekannt ist, instinktiv gelöst. Roll. Und nur? Ach du Scheiße. Jetzt wird's interessant. Ja! Ja! Hey, ich check das Spiel! Abgefahren! Immer mal einen Schluck trinken, Entschuldigung. Also verarschen kann ich mich echt selber, Leute! Hey! Ich sehe schon so den Entwickler, wie er da steht. Ja, jetzt haben wir ihn aber. Jetzt haben wir ihn. Jetzt meint er, jetzt hat er es geschafft. Schönen Gruß an Playdead. Danke dafür. Was ist das? Geh weg. Also ich bin unterwegs gestorben, falls das jetzt nicht klar war. Hätte ja klar werden können, ne? Ich weiß nicht, ob das richtig war, aber... Offenbar nee. Offenbar nee. Aber da ist ja so eine Lücke. Das nutzen wir mal. So, hopp. Ja, es ist doch eine Timing-Sache, ne? Wahrscheinlich auf dem letzten Drücker, wie ich dieses Spielchen. Das ist alles bei diesem Spiel auf dem letzten Drücker. Ha, lauf, lauf, lauf! Hui! Ah! Springen, Armin, spring mehr! Trau dich ruhig, spring ein bisschen! Das hilft! Hopp! Wow! Eieieiei. Manchmal reicht der Schwung nicht richtig, ne? Ist auch immer so ein Kakerlakenkack hier. Hui. So. Ich würde das gerne mal mitzählen. 21, 22, 23. 21, 22, 23, 24! Hui! Okay. Ach nee, oder? Scheiße. Ach du Kacke. Zu früh? Ach, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es so sehr. Hui, der war nicht schlecht. Hui, der war knapp. Hopp. Wie lange bleiben die oben? 21, 22, hopp. 21, 22, hopp. Und nochmal rüber. Hopp, Seil. Ja! Seile, ich liebe Seile. Seile, gut. Halt, Mark, Seile, ja. So.
Und jetzt? Oh oh, ich ahne irgendwas. Jetzt nach rechts, oder? Komm nach rechts. Lass es rechts sein. Links, glaube ich, wäre jetzt falsch gewesen. So, wie weit sind wir? Ah ja, ich glaube, an der Stelle machen wir jetzt einen Break. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Furious Let's Play Limbo. Danke fürs Zuschauen. Ciao.